Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Hier geht es jetzt um unbezahlte Werbung, denn wir sind von diesem Produkt absolut begeistert. Genau, haben es ausprobiert und das läuft. Wollen wir euch jetzt vorstellen. Und wann geht's los? Nach dem Intro. Das Itivit Kajak kennt vielleicht der ein oder andere schon. Ja. Es ist eigentlich überall in Benutzung. Mhm. Und warum wir davon begeistert sind, seht ihr. Ist ein super Packmaß, wir haben einen Rucksack. Er kriegt es auch immer wieder in den Rucksack rein. Also wenn man sich anstrengt, kriegt man das auch. Genau, das zeige ich euch zum Schluss dann nochmal natürlich. Genau, es ist das, wie gesagt, Itivit Kajak Touring 100, Zweisitzer. Gibt es auch als Einsitzer, ne? Ja, genau, das gibt es auch als Einsitzer. Wobei, also zumindest gibt es Bauähnliche, die als Einsitzer verkauft werden. Wobei man diesen, den Zweisitzer, auch als Einsitzer nutzen kann. Genau, es ist hier für 1 bis 2 Personen geeignet. Wir erzählen mal ein paar Fakten erstmal dazu. Das ist ja wichtig, es wiegt 16 Kilo, ist gerade beim Camping natürlich genau. Sehr wichtig. Wir haben eine Länge, wenn es dann aufgepumpt ist, von 3,65 Meter, eine Breite von 1,03 Meter und ja, eine Höhe von 27 cm. Ich habe gesagt, für 2 Personen. Die maximale Belastung ist bei 195 Kilo, werden wir beide wohl nicht schaffen, aber man muss es halt wissen. Und pumpentechnisch braucht ihr 3 bis 5 PSI, also 3 bis 5 PSI, das sind dann in bar mindestens 0,2 bzw. maximal 0,35 bar. Also, das ist mit einer normalen Doppelhubpumpe, die übrigens hier auch reinpasst. Die ist hier drin. Die ist aber machbar. Nicht mit dabei. Gleich am Anfang der Preis, damit wir diese Frage klären. 350 Euro. Bei? Bei Decathlon. Ja, ein bisschen weniger, ein paar Cent. Also 350 Euro, gut ist die Kiste. Die Pumpe kostet nochmal 24? 24 Euro ist also halt 25. Nicht mit dabei. Das muss man wissen, aber knappe 400 Euro und man hat ein richtig gutes Kajak. Auch Paddel sind nicht dabei, die muss man sich extra kaufen. Auch die liegen so um 25 Euro pro Doppelpaddel. Also sind wir insgesamt bei 400 Euro. So um den Dreh, genau. Gut, und jetzt denke ich mal, wollen wir mal zeigen, was da drin ist. Den Rucksack habe ich einfach mal geöffnet und zeige euch mal, was sozusagen da drin ist. Wir haben 2 vernünftige Sitzplätze, die muss man dann auch aufpumpen. Da kommt noch einer dazu. Dann habt ihr auch Finnen dazu. Die Finnen, die sind im Prinzip hier dazwischen, das sind 3 Stück insgesamt. Also 3 Finnen, die stabilisieren das Boot. Ja, ansonsten haben wir dann hier natürlich noch die Pumpe. Die habe ich hier an der Seite sitzen. Kann auch dann leicht rausgenommen werden. Und dann werden wir das Ding jetzt mal entlüften und einfach mal hier ausbreiten. Auch hier habt ihr wieder einen Verschluss, dass das schön zusammenpasst. Also auch das ist sehr vernünftig gemacht. Dann braucht er das Ganze eigentlich nur ausbreiten. Es ist übrigens auch eine Faltanleitung dabei, wie man das Ganze zusammenfaltet und wie man das dann ausbreitet. Zum Schluss habt ihr hier noch den Boden. Ja, der Boden wird mit 5 PSI aufgebaut, gepumpt und die Seitenwände mit 3 PSI. Und das machen wir jetzt erstmal. Hier ist noch kurz die Anleitung drinne. Im Prinzip wie das so ein bisschen, wie die Ventile funktionieren und so weiter, wie man das rausnimmt und wieder reinsetzt. Also ich habe die Erfahrung gemacht, das läuft ganz gut, wenn man diesen Boden als erstes reinsetzt, bevor man das Ganze aufpumpt. Das heißt, einmal guckt, was hier ist vorne sozusagen und was ist hinten. So, hier müssen wir auch einmal gucken, was ist vorne, was ist hinten. Das ist die, Moment, das ist die Vorderseite. Nee, das ist hinten, stimmt. Hinten ist ja dieser Gepäckträger sozusagen. Und die Seite ist hier auch hinten, weil der hintere Platz ist Nummer 2. Und dann würde ich das als allererstes erstmal da reinpacken. Das wird dann hier übrigens auch nochmal festgeschnallt. Hier gibt es dann Anschnallgurte. Das machen wir dann, wenn das aufgepumpt ist. Ihr müsst nur gucken, dass diese Anschnaller dann im Prinzip hier passend sind. Dass der Boden da liegt, wo er sein soll, also sprich hier so gegenüber. Man kann es natürlich dann auch schon zusammenklicken, das pumpt sich ja dann auch eh auf. Ja, und dann wird das Ganze hier
versteckt, hier reingepackt. Auch die andere Seite. Ihr habt da dann auch noch mal einen Anschnaller. Wie gesagt, muss man ausprobieren, aber ich habe die Erfahrung gemacht, das klappt ganz gut, wenn man das hier schon in diesem Zustand zusammenbaut. Dann ist das etwas einfacher. So, jetzt kommen wir zu den Ventilen. Nochmal gesagt, die Pumpe hier ist nicht mit im Preis inbegriffen. Das ist ein Ventil, was man im Prinzip reindrücken muss und dann kommt das wieder raus. Und dann ist es sozusagen auch dicht, weil sonst würde die Luft gleich wieder entweichen. Darauf muss man dann achten. Also das Ventil hier, also das sind die drei Ventile, die man aufpumpen muss. Mehr Ventile gibt es da gar nicht, deswegen kann man das Ganze auch schon reinlegen. Da passiert also auch gar nichts dran. Hier ist ein spezielles Ventil, das drückt man halt rein und dann muss man es rumdrehen. Muss man so ein bisschen gucken, wie es passt. Geht aber relativ einfach. Und wenn man eine Doppelhubpumpe hat, wie hier, dann geht das auch recht flott. Aufbauzeit war, glaube ich, 8 Minuten soll das dauern, bis man das Ding komplett aufgebaut hat und auch wieder abgebaut hat. Also es geht relativ flott. Jetzt haben wir exakt 5 PSI. Das ist der Unterboden. Der darf so viel haben. Und dadurch, dass ihr den hier verschlossen habt, kann die Luft auch nicht mehr entweichen. So, jetzt gibt es noch das Ventil, was man dann da drauf dreht und dann war es das. So, vergesst nicht hier auch diese Dinger einmal reinzuklicken. Ich habe sie halt offen gehabt, weil ich die Dinger ja im Prinzip auch abpumpen musste. So, auch hier wieder. Das gleiche nochmal. Aber Achtung, hier steht dann drauf 3 PSI. Wir haben uns jetzt für die ETVIT-Pumpe hier entschieden. Die passt halt ganz gut dazu, zu dem Boot. Wir haben hier einen Luftanzeiger. Natürlich geht auch eine andere Pumpe. Hier wird dann in PSI halt das angezeigt. Und vor allem die Anschlüsse passen. Aber ihr kriegt sowieso einen Adapter dabei. So ist es nicht. Der ist, glaube ich, bei uns im Deckel da mit drin. Das kann ich noch mal kurz zeigen. Denn hier oben gibt es auch noch mal ein bisschen Werkzeug und es gibt noch mal einen Anschluss für die, die eine andere Pumpe nehmen, damit das dementsprechend ist und damit die das auch aufpumpen können. Und es gibt auch noch eine Anleitung dazu. Die ist sogar ganz gut gemacht. Also da wird gut beschrieben, wie man das Ding aufpumpt, wie man es wieder abpumpt. Ja, aber machen wir mal weiter mit Aufpumpen. Falls ihr euch jetzt wundert, hier unten sind noch solche Klappen drin, also solche Schraubverschlüsse. Das ist übrigens ein Wasserablauf. Lasst, wenn hier mal Wasser reinkommen sollte, könnt ihr da das Wasser wieder rauslassen. Ja, das sollte man natürlich zumachen, weil wenn wir fahren oder sowas, muss ja da kein Wasser reinkommen. Das ist ja Quatsch. Ist übrigens hier schön scharf, also schön hart. Das merkt er ja schon. Also es ist ein super stabiles Boot, was uns total begeistert hat. Vor allem auch super stabil im Wasser liegt, gerade wenn man einsteigt, fällt man nicht gleich um. So, jetzt zeige ich euch noch mal eine Besonderheit, was die Paddel betrifft. Die muss ich jetzt mal kurz holen. Ich habe euch gesagt, eine Besonderheit haben wir hier an dem Boot. Man kann die Paddel hier schön dran fest verstauen. Die werden dann im Prinzip eingeklickt mit Klettband. Und dann sind die Paddel sozusagen daran fixiert. Die sind zweiteilig, die haben wir bei Amazon uns organisiert. Und werden dann im Prinzip auch nur zusammengesteckt. Zack, das war's schon. Und dann geht das halt hier an diese Seite ran. Einmal. Zweimal. So, und dann kann man sie sich greifen. Dann sind sie nämlich auch nicht im Weg, wenn man das Boot dann im Prinzip zum Wasser transportiert. Fehlen noch die Sitze, die pumpen wir jetzt auf. Die Sitzplätze haben natürlich hier einen anderen Anschluss. Da braucht man den kleinen Anschluss dafür. Und Achtung, die sollen nur 3 PSI bekommen. Macht man die zu voll, dann platzen die. Das haben wir bei Freunden schon mal gesehen. Sah nicht gut aus, kann man auch nicht mehr drauf sitzen, dann sind die hin. Das ist auch schnell aufgepumpt. So, da sind wir schon bei 3 PSI. Oder? Kleinen Moment. Jupp, das reicht. Das Ganze nochmal. Wie gesagt, 2-3 Hübe und dann ist das Ding voll.
Und das war's dann schon. Deckel drauf, dann ist das dicht und dann werden die jetzt gleich drauf geklickt. Hier werden die einfach auf diese Klettverschlüsse, also auf dieses Klettband draufgepackt und dann hat man, damit die Rückenlehne hält, hat man hier die Möglichkeit, das Ganze zu verzurren. So. Andere Seite genauso. Ah, ich glaube, ich habe es falsch rum gemacht. Irgendwie macht man es dann doch immer falsch rum. Ja, das sieht schon besser aus. Also richtig rum natürlich machen. Und den Sitz, den könnt ihr euch dann so einstellen, wie es dann passt für euch. Das muss man so ein bisschen ausprobieren. Kriegt man aber relativ schnell raus. Ja. Das gleiche hinten dann nochmal. Da muss man dann halt mal gucken, dass man das Ding noch dazwischen kriegt. So. Hier hinten habt ihr noch einen kleinen Kofferraum. Und auch so ein bisschen Spanngurte, wo ihr dann noch was verzurren könnt. Die Sitze lassen sich natürlich jetzt noch dann einstellen, auch während der Fahrt. Das kann man ein bisschen ausprobieren. Ich drehe das Boot jetzt nochmal um, damit ihr das besser sehen könnt, wegen den Finnen. Wie man die dann im Prinzip einklickt, das ist auch relativ einfach. Da ist nichts Schweres dran. Kann auch nur immer in eine Richtung. Hier habt ihr eine Rundung. Hier ist die Rundung, die muss also da rein. Und dann wird, damit das Ganze auch nicht abhaut, so ein Gegenkonter, also ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, Splinter reingesetzt, so würde ich es mal benennen. Naja, das gleiche hier nochmal. So, und vorne auch nochmal. Also es wirkt jetzt vielleicht nicht perfekt stabil, aber das ist sehr stabil. Also wir haben bisher da keine Probleme gehabt mit, dass wir irgendeine verloren haben, kaputt gemacht haben oder was auch immer. Und jetzt drehe ich das Boot wieder rum. Und das kann ich jetzt auch auf die Finnen draufstellen, natürlich nicht mit zu viel Gewicht, aber so passiert da nichts dran. Alles gut. Ja, das war's. Einsatzbereit. Stefan hat jetzt alles vorbereitet. Wie gesagt, natürlich mit Kamera dauert das länger, logischerweise. Ja, 8 Minuten waren das jetzt nicht. 15 vielleicht oder so. Aber in der Regel ist das ja, weil man muss ja nicht die Kamera halten und immer wieder stoppen. Ja, wir werden jetzt dort unten rein in den Edersee. Ich freue mich schon richtig tierisch darüber. Und ich erst. Wieder einen Reisevlog drehen wir ja auch noch nebenbei zu diesem Video. Ich weiß nicht, was als erstes kommt, das werdet ihr vielleicht gesehen haben. Auf jeden Fall werden wir jetzt natürlich das austesten, werden euch Szenen davon natürlich zeigen, gegebenenfalls auch noch von einer anderen Paddeltour, weil da sind wir nicht mit der Drohne geflogen, das werden wir wahrscheinlich auch jetzt hier noch mit einbauen, ja, damit ihr es einfach sehen könnt. Wobei, da wir nicht gepaddelt sind, da standen wir da nur, aber ja, es ist im Wasser. Und dann melden wir uns wieder, wenn es darum geht, alles abzulassen und das Ding wieder in diesen Rucksack reinzukriegen. Genau, da zeige ich euch das, dass es genauso einfach geht. Natürlich geht das dann auch mit Saubermachen vorher und so weiter. Das machen wir zumindest, wird auch empfohlen. Ja. So, und jetzt heißt es ab in den Edersee. So, die Tour ist nun vorbei. Wir haben auf dem Edersee circa so 6 Kilometer gemacht. Das war eine wunderbare Tour. Ging ordentlich flott voran. Also ich habe jetzt alleine gepaddelt. Das ist also auch kein Problem. Ihr kommt also auch gut voran, wenn nur einer paddelt und der andere halt da sitzt und sich um die Aufnahmen kümmert. Ja, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben mal eben kurz den Zwischenboden abgelassen. Das heißt, ich habe das Ventil hier geöffnet, hab den dann im Endeffekt hier reingedrückt. Das ist ja im Prinzip, jetzt ist es geschlossen, das Ventil, jetzt ist es offen und lässt die Luft wieder durch. Dann wird das Ganze so ein bisschen labberig hier und man kann es dann auch rausnehmen. Macht Sinn, damit man da drunter das trocknen lassen kann. Das haben wir jetzt schon gemacht, damit es im Endeffekt vorangehen kann. Und
Was wir jetzt machen ist, wir holen auch noch die Luft raus. Man kann nämlich mit dieser Pumpe auch in die Gegenrichtung pumpen und dann holt man die Luft dabei raus. Dafür lege ich mir das erstmal anständig hin. Und jetzt geht das im Prinzip von der Pumpe genau in die andere Richtung. Hier sind Pfeile übrigens drauf, ich weiß nicht, ob man sie sehen kann. Raus, also im Prinzip zum Aufpumpen und das ist dann im Prinzip zum Abpumpen. So, das gleiche geht genauso. Jetzt müssen wir den hier nochmal wieder wechseln, weil das letzte Mal haben wir hier ja unsere Kissen aufgepumpt. Die liegen übrigens auch, die habe ich schon abmontiert. Die liegen da schon, die habe ich noch nicht abgepumpt, aber das machen wir auch gleich. So, einmal ruf und dann heißt das halt raus. Ja, hier ist das natürlich so, wir zeigen immer alles so, wie es ist. Hier ist übrigens ein Ventil drin, das muss natürlich raus. Wenn das Ventil da noch drin ist, dann kommt da keine Luft durch. Oder ihr müsst es andersrum einbauen. Aber es macht keinen Sinn, jetzt einen Unterdruck dafür, das Ventil zu messen. So, und dann kann man das Ganze auch rausziehen. So, sieht das doch schon gut aus. Es muss von der anderen Seite, kommt die Luft im Endeffekt auch noch raus. Und dann habt ihr ein schönes, flaches Panel. Und die letzte Luft ist halt jetzt noch drinne. Das passt, alles gut. Jo, jetzt geht's weiter mit den anderen Kammern. Alles einmal abwischen. Schön mit dem Lappen, haben wir schon gemacht. Dass das dann auch trocken ist und so weiter. Und dann geht das genauso. Ventile auf. Ich mache jetzt beide auf. Und dann braucht ihr bloß reindrücken. Kommt übrigens schöne warme Luft raus, weil logischerweise liegt das jetzt hier schon eine Weile in der Sonne, sollte ja trocknen. So, dann geht das genauso. Ziehen wir die Luft einfach wieder raus, dauert einen Moment. So, ich fange jetzt hier mit dem Stückchen hier an, das heißt, das lege ich mir schön zusammen. Das wird also auch schön zusammengerollt, wenn hier noch so ein paar Körner drauf sind oder sowas. Dafür habe ich mir jetzt hier noch einen Lappen genommen, damit die dann dementsprechend hier auch nicht mit sich einrollen. Ja. Das ergibt dann zum Schluss eine Rolle. Falls ihr noch ein bisschen Feuchtigkeit habt, auch einfach abwischen. Klar, solltet ihr darauf achten, dass ihr das natürlich trocken wegpackt. Aber es sind manchmal immer trotzdem noch so ein paar Tröpfchen dran, das ist so. So, dann geht das erstmal an der Seite. Einmal. Und jetzt geht das mit dem Zusammenfalten hier los. Die Seitenwände werden nach vorne reingeklappt. Von beiden Seiten dann. Habt ihr einen Vorteil, wenn es jetzt so warm ist, dann ist das natürlich schön biegsam und dann bleibt das auch relativ gut so. Und dann macht er das genauso. Wird dann einmal zusammengefaltet. Und dann wird das weiter aufgerollt. Ich rolle das mit ein, den Unterboden. Hier, wo die Finnen jetzt nochmal drinne sind, da ist es meistens immer noch so ein bisschen feucht. Da wische ich dann nochmal mit dem Lappen rüber und sonst natürlich einmal sauber wischen, weil hier der Untergrund ist jetzt dreckig. Wenn ihr das auf der Wiese macht, dann habt ihr vielleicht Gras mit dabei. Dann würde ich es auch empfehlen, einmal abzuwischen. Ja, und das Packmaß wird dann relativ gering, weil man das Ganze jetzt schon ausgesaugt hat sozusagen, die Luft wieder rausgezogen hat. So, nun gibt es jetzt hier im Prinzip so eine Rolle und dann habt ihr ja hier wieder euer Band. Das werde ich da einmal umwickeln. So. Dann klicksen wir das zusammen. Und dann wird das schön zusammengezurrt. So, wenn es nicht dreckig wird, habe ich es halt in der Hand. Ja, und dann geht das hier rein. Also auch relativ einfach. Der passt ganz gut da rein. Und an der Seite solltet ihr jetzt noch Platz haben für die Pumpe. Jetzt sehe ich gerade, da habe ich diesen Nupsi, den packe ich besser lieber zur Seite hinweg. Also zur anderen Seite, weil ich dann besser die Pumpe verstauen kann. Den mache ich ab. Pumpe geht ganz einfach, ganz locker da rein. Daneben passt die wunderbar. Und dann fehlen natürlich noch die Sitzplätze. Die kommen gleich oben drauf, das zeige ich euch gleich. Jetzt werden wir hier einfach den ersten Deckel einmal öffnen, dann kommt noch nichts raus. Aber dann ist das schon gleich wieder vorbereitet zum Aufpumpen. Und wir schrauben den zweiten Deckel auf.
ja, dann sind die schon so gut wie leer. Auch die kann man dann dementsprechend einmal abwischen. Und man kann sie dann halt auch falten. So haben sie ein relativ kleines Packmaß. Ihr müsst sie jetzt theoretisch nicht zusammenknoten. Ich mache das einmal. Dann habe ich die ganz gut verstaut und dann gehen sie mir nicht so gleich wieder auf. So sind sie relativ klein. Das mache ich mit dem anderen auch noch und dann kommen die hier oben drauf gelegt. Das zeige ich euch gleich wieder. Die Finnen mit dem Schlauch habe ich hier noch an die Seite reingepackt. Das passte ganz gut. Und hier kann man jetzt im Prinzip diese beiden Dinger draufpacken oder ihr packt eins drauf und das andere steckt da hier daneben, weil dafür ist noch hier genug Platz. Ja, und dann müsst ihr den ganzen Sack noch wieder zusammen machen. An der Seite sind hier so Gurte, die mache ich auf, damit man die besser erstmal den Sack schnüren kann. Und das ist dann später nochmal so zum Zusammenziehen. Dann haben wir das noch. Suchen wir einmal ein bisschen zusammen. So. Schon ist das Ganze zusammen. Etivet Kajak Touring 100 ist ein cooles Produkt. Ja, das macht auf jeden Fall Spaß. Ist ein wirklich, ich finde es für den Profi, ne, die haben ganz andere Kajaks, richtige aus im Prinzip ja Kunststoffen und so weiter. Aber für den Campingbereich super. Ist das super geeignet, ja. Für zwei Leute, wenn man unterwegs ist, man kann solche Touren machen. Es ist stabil auch und vor allen Dingen, wenn du jetzt paddelst und so weiter, dann paddelt nicht das Ding immer in eine Richtung oder sowas. Du kannst das super einfach beherrschen. Wenn ich davor an unser anderes denke mit dem Schlauchboot, meine Fresse, da musste man aber auch viel ausgleichen und viel ja, paddeln zur einen Seite, damit das gerade bleibt. Deshalb zum Schluss nochmal gesagt, selbst gekauft, unbezahlte Werbung ist es dadurch, weil wir, ja, würden euch das empfehlen. Guckt einfach mal bei, wo haben wir es geholt? Bei Decathlon. Guckt einfach mal nach, wie gesagt, der Preis, ja, ist ein bisschen was, aber ihr kauft dann auch was für ein paar Jahre und nicht nur für einen Monat. Das ist richtig. So, in diesem Sinne interessiert uns natürlich, habt ihr dieses Produkt, was würdet ihr empfehlen? Kennt ihr andere Produkte, dann gerne rein in die Beschreibung. Bitte keine Links, weil das wird von YouTube immer gesperrt. Deshalb, ihr müsst schon Namen reinschreiben. Ja, und seht es uns nach, aber ausprobieren tun wir die anderen Sachen nicht. Nee. Weil die, ich sag mal, wir kaufen jetzt nicht hier andauernd ein neues Kajak. Das Nein, wir sind jetzt für uns, wir haben uns dafür entschieden und da sind wir auch mit sehr zufrieden. Genau das. Mhm. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen, bleibt gesund und dann sehen wir uns schon bald wieder bei einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.